Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Wir befinden uns wieder im schönen Tamriel. Es ist auch wieder ein bisschen heller geworden und ein bisschen strahlender. Und ja, wir sollten ja in dieser Folge eigentlich, da hinten glaube ich, soll der Questgeber sein. Eigentlich hier zum Örtchen. Ach, da ist sie. Ich sehe es schon. Aber ich habe gesehen, hier ist noch Rubinesche. Die nehmen wir natürlich mal eben mit. So, dann können wir uns jetzt um deine Leiden kümmern. Kehrt um, Reisende. Es gab eine Explosion und jetzt wird Selphora überrannt. Ich wurde verletzt, als ich versuchte, zum Gasthaus zu kommen. Geht es euch gut? Ich weiß nicht, was geschehen ist. Die Ältesten hatten sich in der Mitte der Siedlung versammelt. Dann gab es einen Blitz und plötzlich waren überall Geister. So viele sind gestorben. Aber sie sind immer noch hier, als wütende und rachsüchtige Geister. Könnt ihr euch bewegen? Ich glaube schon, aber wahrscheinlich nicht sehr weit. Ich muss zum Gasthaus gelangen. Dort haben sich die Überlebenden versammelt. Ich kann euch hinbringen. Folgt mir. Die Frage ist jetzt, wie schnell kann sie einem folgen? Ne? Na? Ach, sie kann noch laufen. Ja, so schwer verletzt ist sie offenbar nicht. Gut, sehr schön. Bewegung! So, ich möchte aber gerne die Ahnenseide mitnehmen. Weil ich weiß nicht warum, Ahnenseide ist mittlerweile ein sehr, 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 ja, Dingsgut. Wie nennt man das? Seltenes Gut. So, das wollte ich sagen. Hier rein, ne? Genau. Kommt mit. Das Gasthaus ist offen. Elynisi, Dank sei den Dreien, dass ihr es geschafft habt. Wir fürchteten schon das Schlimmste. Habt ihr Hilfe mitgebracht? Es war eine knappe Sache. Ich wäre tot, wenn diese Reisende nicht geholfen Ihr habt hätte. euch eine schlechte Zeit ausgesucht, um Selphora zu besuchen. Geister streifen durch die Straßen und unlöschbare Feuer verschlingen die Siedlung. Übereilt Selphora nicht, ist Meldras. verloren. Unsere neue Freundin ist mächtig. Ich habe selbst gesehen, was diese Reisende alles kann. Genau, ich bin mächtig. Ich hätte nie gedacht, dass ich so glücklich darüber sein könnte, wieder in diesem Gasthaus zu sein. Seid ihr hier sicher? Ich glaube schon. Zumindest für den Moment. Doch wir machen uns Sorgen, dass es da draußen noch weitere Überlebende gibt. Es gibt einen Tempel auf dem Hügel, der die Siedlung überblickt. Wir hoffen, dass die anderen dort Zuflucht gefunden haben. Ist denn jemand nachschauen gegangen? Wir sind den Geistern nicht gewachsen. Ich habe nur gerade ebenso überlebt, weil ich immer am Rand der Siedlung geblieben bin. Keiner von uns würde es dorthin schaffen. Ihr wollt, dass ich dort hinaufgehe? Ja, ich habe gesehen, wie ihr euch so schlagt. Ich weiß, dass ihr es schaffen könnt. Wie komme ich in den Tempel? Er liegt auf der anderen Seite der Brücke. Es gibt eine Treppe südlich von hier. Aber ich kann euch nicht sagen, ob dieser Pfad sicher ist oder nicht. Kein Thema. Was ich nur sehr lustig finde, irgendwie, die stehen hier so schön, so nach dem Motto, wenn jetzt einer hier durchgestürmt kommt, habe ich zumindest einen Tisch als Deckung. Warum stellt ihr den Tisch nicht einfach vor die Tür? Also ich meine, bis einer, ne? Klopft oder reinkommt, der dann tatsächlich auch. Muss ich denn da jetzt genau hin? Also auf jeden Fall links von mir die Straße rum. Da schauen wir mal. Das ist nicht der Tempel da oben. Das sollte der Tempel sein, oder? Aber da reite ich jetzt irgendwie ein bisschen blöd hin. Kann das sein? Reite ich jetzt ganz blöd, denn so wie es aussieht. Ich glaube, ich muss da tatsächlich von oben aus. Och, geht mir doch nicht auf den Sack. Hallo. Nervt nicht. Entzündet es! Ich entzünde es später.
So, genau, hier muss ich rum. Guten Tag, ich muss mal eben hier durch. Würden Sie mir bitte den Weg freimachen? Nix da. So. Also ich finde, das sind nette Geister. Ich meine, die sind immerhin lila, also. Ihr habt die Frau gerettet. Euch gebührt mein Dank. Ihr seid der einzige Geist, der nicht versucht, mich zu töten. Ja, das ist wahr. Mein Leiden folgt einem anderen Pfad. Ich wurde dazu verflucht, auf ewig nur ein ohnmächtiger Zuschauer zu sein. Wer hat euch verflucht? Meine Gedanken, meine Erinnerungen. Sie sind durcheinander. Ich glaube, es gibt vielleicht eine Möglichkeit, diese Siedlung zu retten. Es ist nur so schwer, sich daran zu erinnern. Ich muss wissen, was hier geschehen ist. Ich schaffe es nicht. Es ist, als ob meine Vergangenheit in einem dichten Nebel liegt. Ich weiß nur, dass ich verflucht wurde. Und etwas mehr. Dies ist mein Heim. Und ich muss dieses Leiden mit ansehen. Wenn der Schleier um meinen Geist sich lüftet, erzähle ich euch, was ich kann. Nun gut, was kann ich tun? Es gab eine Giraffe, irgendwo unten im Tempel. Ihr Wasser war heilig. Habt ihr die seltsamen Feuer in der ganzen Siedlung gesehen? An sie erinnere ich mich noch. Vielleicht kann diese Flüssigkeit die Flammen ersticken. Sie können die Flamme ersticken? Ich fürchte, das weiß ich nicht genau. Es gibt so vieles, was ich nicht weiß. Ihr werdet es ausprobieren müssen. Seht nach, ob das Wasser auch beim magischen Feuer in der Kammer des Baums Wirkung zeigt. Sucht nach einer Feuerschale mit unnatürlichen Flammen darin. Kammer des Baums? Als der heilige Velod nach Restein kam, was heute Morrowind ist, pflanzte er dort die Samen seines Heimatlandes in die Erde. Nur der Baum von Sommersend überlebte. Dieser Tempel wurde um ihn herum errichtet. Seltsam, warum erinnere ich mich daran so deutlich, wenn sonst alles in Nebel gehüllt ist? Ich werde diese Karaffe finden. Gebt Acht, Fremde. Mein Herz verrät mir, dass Geister nicht das Einzige sind, was nach Selphoras Zerstörung zurückblieb. Ja, kein Thema. Was ist mit dir? Muss ich jetzt nochmal mit dir reden? Sprecht mit dem Verzweifelten. Ihr habt die Frau. Ja, das ist meine Gedanke. Ja. Es gab eine. Ich fürchte, als der Heilige. Ja, kein Thema. Ich meine, wir hören uns das natürlich jetzt nicht noch ein zweites Mal an. Keine Ahnung, warum man das jetzt nochmal machen musste. Hier gibt es noch was zu lesen. Uralte Schriften der Dwema, Band 10, die Mitgift. Könnt ihr euch gerne durchlesen? Der Mann, der meine Tochter heiratet. Oje, oje. Der wird es schwer haben im Leben. irgendwas mit Edelsteinen und Dienstmädchen und weiß ich nicht was. Das ist doch sehr lang. Aber ich klicke es trotzdem alles mal durch. Wie gesagt, ihr werdet das Ganze dann auch noch auf meinem Kanal Alpha Wölfin zu lesen bzw. zu hören bekommen. Das dauert nur ein bisschen, bis ich das Ganze hochgeladen habe, wenn ich jetzt ehrlich bin. Wie lange ist das denn bitte? Darf ich die Mitgift trotzdem einmal sehen? Hallöchen? Ich bin nur nach rechts am Klicken, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Die Geschichte scheint sehr, sehr lange zu sein. Aber ich glaube, es kommt mal ein Ende. Ach, sehr schön. Ja, das ist der Nachteil, wenn man denn den Leuten es gönnt, das durchzulesen. So, hier unten war auch jemand, das weiß ich. Moment, da war noch was zu lesen. Nein, es war wieder was zu lesen, aber es ist zum Glück nur kurz. Mein tiefstes Beileid. Ich glaube, das weiß ich jetzt nicht, ob das mit der Geschichte zu tun hatte. Guten Tag. Ich muss hier mal kurz durch. Dankeschön. Das wäre erledigt, denke ich.
Das heilige Gefäß. Seid im Umgang mit dem heiligen Gefäß äußerst vorsichtig. Es ist das wichtigste Relikt unseres Tempels und der Grund, warum unser Tempel überhaupt existiert. Der heilige Velot ist zwar am ehesten für das Schwingen seines Hammers, Velots Urteil, bekannt, doch er hat zu Lebzeiten auch dieses Gefäß getragen. Wie viele Gegenstände, die der Heilige gesegnet hat, besitzt es heilende Kraft. Überdies besitzt es noch verschiedene andere magische Eigenschaften. Unzerstörbarkeit zählt jedoch bedauerlicherweise nicht zu ihnen. Tidyn Artalen oder sowas. So, dankeschön, Basti, dass ich zu Ende lesen durfte. Das fand ich sehr nett. Darf ich auch einsammeln? Natürlich darf ich einsammeln. Basti ist der Beste. Dafür wird er auch bezahlt. So, einmal Feuerschale. Selphora ist das am vergessen Ende. Soll euch hallo, wo kommst du denn jetzt her? Da stand gerade, sprecht mit dem Verzweifelten, nicht kämpft mit irgend so einem wild gewordenen Geist. Ich war gerade am gucken, ob ich da wieder hoch muss. Auf einmal kommt der hier um die Ecke geprescht, beziehungsweise war eine Sie, glaube ich. So, jetzt aber. Ihr habt die Karaffe erhalten. Es gab ein Echo hier, aber jetzt ist es still. Selphora wird von seiner Schändung erlöst. Was geschieht, Geist? Wogegen habe ich dort unten gekämpft? Der Nebel beginnt sich zu lichten, aber es stürzen so viele Erinnerungen auf mich ein. Wogegen ihr gekämpft habt, war nur ein Echo von Magistra Vox. Sie ließ es zurück, um die Geister an diesen Ort zu binden, als Teil ihrer Strafe für Selphora. Was hat sie vor? Da ist etwas, das ihr sehen müsst. Und wo? Gepriesen seien die drei. Magistra Vox. Da. Was verschafft uns die Ehre eures Besuches? Haltet ein. Ich trage den Hammer Velots, Priester. Ich bin gekommen, um meine Leute gegen den Makel des Baums was zu versammeln. Was sagt ihr da, Vox? Seid ihr verrückt geworden? Wahnsinnig? Ihr wollt mich wahnsinnig sehen? Ich werde euch wahren Wahn zeigen. Okay, das war auf jeden Fall die, gegen die ich unten gekämpft habe, meine ich. Ich habe euch alles gezeigt, woran ich mich erinnern kann. Hat Vox euch getötet, Geist? Ich erinnere mich an meinen Tod. Doch all das liegt nun in der Vergangenheit. Ihr habt dringendere Dinge zu erledigen, als euch die Geschichte eines Geistes anzuhören. Ihr habt jetzt die Karaffe. Es gibt zwei Bewohner, die noch in der Stadt gefangen sind. Ein junger Mann und eine Frau. Doch die magischen Feuer kommen ihnen immer näher. Ich kann die Karaffe verwenden, um die Feuer zu löschen. Ja, das sollte funktionieren. Findet die Häuser, in denen sie eingeschlossen sind, und befreit sie. Ich werde tun, was ich kann, Geist. So, dann müssen wir hier wieder runter, wenn ich das... Ja, genau, dann müssen wir wieder runter. Nehmen wir natürlich mal direkt die Abkürzung. Ich bin verletzt. So. Nein, du sollst das Feuer löschen. Jetzt aber. Die Rettungstruppe ist da. Chip und Chip. Leider sind alle ausgeflogen. Wieso sind alle ausgeflogen? Hallo? Immerhin haben sie noch einen Dietrich da gelassen. Rettet den Mann, rettet die Frau. Ja, wie denn? Ach so, Moment. Hä? Rettet den Mann. Ach, nee. Kiste durchsuchen? Ist das verbuggt? Wollt ihr mich veräppeln, Leute? Oder ist hier doch irgendwas? Ich dachte schon, irgendeine Falltür oder so, aber... Da ist ja nichts mehr zum Untersuchen. Das wollen wir jetzt nicht. Hallo? Ich gehe erstmal die Frau retten. Frauen haben
Vorfahrt, wollte ich gerade sagen. Jetzt hat er einfach den anderen Geist geschlagen, als ich da runtergesprungen bin. Das war lustig. Komme ich da hoch? Ja. Die Frage ist jetzt... Da ist das Feuer. Okay, dann muss ich euch nochmal wegmachen. Zündet es an! Verteilt! Heilt mich! Das verwirrt mich jetzt wirklich. Also, weil da jetzt absolut keiner drin gestanden hat. Hier steht jemand drin. Hallöchen. Ich wusste, dass jemand kommen würde. Ich habe die Hoffnung nie aufgegeben. Freut mich, dass ich helfen konnte. Ihr solltet ins Gasthaus gehen. Trinkt euch erstmal einen gemütlich und dann... Es ist ganz in der Nähe. Da das Feuer jetzt aus ist, sollte ich es schaffen können. Ja. Vielleicht könnt ihr mir auch sagen, was mit dem Mann passiert ist, der in einem anderen Haus sein sollte. Ich klaue euch stattdessen nochmal ein bisschen Obsidian und so, ne? Ist ja nicht so schlimm, nehme ich mal an. Ja, ich weiß. Manchmal klicke ich automatisch schnell, weil ich das ja normalerweise nicht lese. Manchmal denke ich dran. Es tut mir leid, wenn ich mal nicht dran denke. Ja, wir reiten jetzt nochmal zu dem Herrn im anderen Haus. Au. Braves Pferd. Dass du mich nicht abgeworfen hast. Ah, jetzt ist er auf einmal da. Guck mal, warum hast du dich eben nicht gezeigt, dass wir da waren, hä? Hä? Wer seid ihr? Wie seid ihr an den Flammen vorbeigekommen? Ja, das hättest du mich eben auch schon fragen können. Das ist jetzt nicht wichtig. Ihr müsst zum Gasthaus. Das müsst ihr mir nicht zweimal sagen. Ne? Männer wissen guten Krug Met immer zu schätzen, wusste ich doch. So, ich denke mal, dass wir dann... Nee, wir müssen nicht zum Gasthaus. Wo müssen wir denn hin? Irgendwo hier oben. Ja, guck mal, was haben wir denn da? Das nehmen wir noch mit. So, Basti, du bist mal wieder wie immer zu spät. Das können wir nicht looten. Okay, dann gehen wir mal rein. Achso, das war das Gasthaus. Aha. Ja, stimmt. Ich kam ja von... Genau. Moment, bevor ich mit dir rede, ich habe gesehen, hier liegt noch was, was wir noch lesen können. Jetzt darf ich mit dir reden. Meine Mutter und mein Bruder sind in Sicherheit. Und dafür habe ich euch zu danken. Gesegnet seien die drei, dass sie überlebt haben. Ich hatte etwas Hilfe. Ein verzweifelter Geist hat mir verraten, wo ich sie finden kann. Also ist nicht jeder Geist in Zelphora mit Hass erfüllt. Dann bin ich dankbar dafür, dass meine Mutter und mein Bruder noch leben. Fehlt sonst noch jemand? Mein Vater, Tiden Artalin. Seit der Katastrophe hat ihn niemand mehr gesehen. War er am Tempel? Ich habe ihn nicht gesehen. Vielleicht ist er ins Rathaus gegangen. Es ist meistens abgeschlossen. Hier, nehmt diesen Schlüssel. Bitte. Er könnte sich dort verstecken. Er könnte verletzt sein. Ich gehe los und sehe nach, wo er ist. Ich habe aber so eine ganz blöde Befürchtung, ehrlich gesagt. Nimmt den Schlüssel. Wo sind denn... ist auf der Höhe. Ja, dann müssen wir da... Kannst du vielleicht einfach mal sterben, wenn ich die ganze Zeit, wenn ich dreimal mit dem Ding reinhaue? Warum stirbst du dann nicht? Wenn der jetzt wieder nicht auftaucht hier, ne? Oder ist der oben? Der könnte auch theoretisch unten sein oder irgendwo. Hat sich im Schutt begraben oder so, so nach dem Motto, ich bin nicht da. Das gibt mir zumindest die Chance, noch ein bisschen Adamant zu sammeln. Okay, also hier scheint er nicht zu sein. Das waren ja nur die beiden, ne? Dann schauen wir gleich im Keller nach, wenn er hier auch nicht ist. Okay, das ist die kleine Variante oder große Variante, je nachdem, wie man es nimmt. Das Haus habe ich nämlich auch. Oh, okay. Es ist so, wie ich mir gedacht hatte, aber nicht ganz so, wie ich mir gedacht hatte. Doch, Moment, das ist er, der Verzweifelte. Moment, ich muss mal eben die letzten Worte noch holen. Baldiger Besuch, Magister
Fox. Okay. Ich bin zutiefst betrübt über eure Antwort auf mein letztes Schreiben. Ihr müsst wissen, dass ein heftiger Sturm aufzieht, Tüdin. Euer kostbares Selphora wird ihm nicht entkommen. Manchmal muss man eine Seite wählen. Es ist unvermeidbar. Ich gebe euch den Rat, euch nicht gegen mich zu stellen, wenn es soweit ist. Ich werde Selphora dennoch besuchen. Wir müssen diese Sache persönlich besprechen. Briefe schreiben ist manchmal so unpersönlich und oft geht dadurch die wahre Bedeutung der Worte verloren. Ich möchte sicher gehen, dass wir uns verstehen. Ihr solltet euch auf meinen baldigen Besuch einstellen, Magister Vox. Ja, ich hatte doch recht. Tüdin ist tot, fürchte ich. Doch nicht. Ich bin alles, was von seinem allzu kurzen Leben übrig blieb. Doch. Ihr seid Tüdin Atalan? Das bin ich. Das war ich. Wie sagt man das wohl richtig, wenn man tot ist? Das ist eine gute Frage, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Tut mir leid, Geist. Keine Sorge, ihr habt meine Familie gerettet. Und ihr könnt noch mehr tun. Ihr könnt Selphora retten. Wie? Mit der Karaffe. Sie vermag noch viel mehr als nur magische Feuer zu löschen. Sie ist ein Gefäß für spirituelle Energien. Wie wird mir das helfen, Selphora zu retten? Ach, es gibt so viel zu erklären. Ihr müsst Folgendes begreifen. Das Echo von Vox, gegen das ihr zuvor gekämpft habt, ist nicht fort. Es ist mein Folterknecht und Kerkermeister. Ich bin an es gekettet, doch zugleich ist es auch an mich gekettet. Wie hilft uns das weiter? Geht zum Krater in der Mitte der Siedlung. Wenn ihr dort ankommt, beschwöre ich Vox Echo. Besiegt dieses Echo erneut, aber zwingt es diesmal in die Karaffe hinein. Ich habe da so eine schlimme Befürchtung. Genauso wie ich ja eben schon die, in Anführungszeichen, Befürchtung hatte, dass er derjenige ist. Welcher? Was auch stimmte. Wo muss ich jetzt hin? Moment. Das ist doch direkt auf der anderen Seite, oder nicht? Ja. Ah, ich muss unten ins Loch reinspringen. Ihr begann unser... Hä? Och, Junge, ich bin mich hier am Unterhalten. Das ist sehr unhöflich. Ihr begann unser Ende. Was ist hier geschehen? Ich habe euch Magistra Vox Ankunft hier gezeigt und wie sie verlangte, dass wir uns ihr anschließen. Verrat! Das hätten wir niemals tun können. Als wir sie zurückwiesen, entschied sie sich, ein Exempel an uns zu statuieren. Sie setzte das Urteil des heiligen Velots ein, um ein Loch in Selphora zu reißen. Und dann? Und dann? Binnen eines Wimpernschlags wurde der Hälfte der Bevölkerung die Seele aus dem Körper gerissen. Sie wurden in den Hammer gesogen. Sie ließ nichts zurück, außer den pervertierten Überbleibseln jener Seelen, die nun als eine Art Wächter dienen konnten. Können wir das rückgängig machen? Rückgängig machen? Nein. Das Elend lindern vielleicht schon. Aber erst müssen wir das Echo von Vox besiegen. Es hält die Verderbnis hier. Es ist das Gift in Selphoras Wunde. Versuchen wir es. Macht euch bereit. Das Echo von Vox naht heran. Zeigt euch, Echo von Vox. Zeigt euch, widerlicher Parasit. Stellt euch eurem Untergang. Ihr wagt es, mich anzurufen, Tüdin. Ihr werdet für diesen Frevel leiden. Hallo. So, mach ich schon. Na, hat's geklappt? Ihr habt es geschafft. Das Echo von Vox wurde bezwungen. Und sowohl die Feuer als auch die Geister sind vergangen. Was wird jetzt geschehen? Nun, da Vox Echo fort ist, bin ich frei. Möget ihr Frieden finden, Tüdin Atalan. Sagt meiner Familie, dass ich sie liebe. Sagt ihr, dass sie ihr Leben weiterleben soll. Ja.
Da oben. Ich suche immer noch die Geister. Ich bin wieder gut. Wir hörten draußen Aufruhr. Was ist geschehen? Habt ihr meinen Vater gefunden? Sephora ist jetzt sicher, aber ich habe ein paar schlechte Neuigkeiten. Oh nein. Ist es wegen Vater? Er ist tot, nicht wahr? Nein. Sag mir, dass es ihm gut geht. Bitte. Er wollte sich Magistra Fox nicht ergeben. Sein Geist half mir, Sephora zu retten. Er hat seine Prinzipien nie aufgegeben. Mein Vater war ein sturer, aber auch ein guter Mann. Er wollte euch wissen lassen, dass er euch liebt. Vater. Er war der beste Mann, den ich jemals kannte. Was werden wir nur ohne ihn machen? Euer Vater wollte, dass ihr euer Leben weiterlebt. Unser Leben weiterleben? Oh, Vater. Wir werden es versuchen. Aber wir werden dich so sehr vermissen. Wenigstens wissen wir, was geschehen ist. Danke, dass ihr uns aus diesem Grauen befreit habt. Ja, wir haben einen Gürtel bekommen von Muttertränen. Sehr schön. Und wie ihr seht, wartet da hinten auch direkt schon die nächste Quest. Aber bevor wir mit der weitermachen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Und wir sehen die nächste Quest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.